Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir natürlich wieder Trading. Wir haben geilen 19 Uhr Content bekommen. Ich zeige euch, wie ihr aufs Wochenende richtig fett Coins machen könnt und natürlich am Wochenende ebenfalls mit geilen Low-Budget-Trading-Methoden und so weiter und so fort. Außerdem habe ich 400k Coins gemacht mit ganz, ganz easygem Flipping, wo ihr alles mit hätte machen können. Das werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Außerdem bin ich jetzt gerade live auf Twitch. Kommt, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, jetzt auf Twitch einfach und supportet mich. Wir werden traden. Und wenn ihr richtig, richtig cool seid, lasst ein Abo da. Schaut das Video bis zum Ende, weil das supportet mich sehr, sehr, sehr und teilt es mit euren Freunden. Natürlich Likes und so weiter. Umso mehr ihr den Algorithmus Futter gibt, umso mehr werden Leute sehen das. Ich küsse jetzt schon mal euer Herz und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Trading-Video. Let's go. Natürlich verlosen wir diese Woche wieder eine 10 Euro PSN, Xbox oder Steam-Guthaben. Egal welche Konsole, ihr könnt gewinnen. Einfach Abo da lassen, Like da lassen und auf Twitch followen. Und wenn ihr wollt, um mich ein bisschen zu supporten, könnt ihr Instagram ebenfalls followen. Ist aber keine Pflicht. Ich küsse jetzt schon mal euer Herz. Und jetzt wird auch auf Twitch die Auflösung von der letzten Woche 10 Euro PSN Guthaben und so weiter aufgelöst. Das wird immer in den Streams aufgelöst. Deshalb ist das Twitch und natürlich auch auf Abo, Like und so weiter ganz arg wichtig. Ich küsse euer Herz. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Wichtigsten. Und zwar der 19 Uhr Content. Let's go. Heute hatten wir mal einen fetten Tag, weil die Icon-Swaps sind abgelaufen und so weiter. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, was alles kam. Wenn ich nicht komplett behindert bin, kam sogar Icon-Swaps 2 raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube ja, ihr seht das, glaube ich. Schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich habe noch keinen einzigen Icon-Swap gespielt, aber es müsste der Icon-Swap 2 rausgekommen sein. Außerdem, weil ich zeige euch jetzt nur die wichtigen Sachen, weil Icon-Swaps ist alles schon gut. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das am schnellsten macht, habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Schauen wir uns mal an, weil wir haben Upgrade-Packs bekommen. Hier. Und zwar werde ich da jetzt auch ein paar abschließen und auf Twitch natürlich öffnen. Ich habe eigentlich gedacht, es kommt das 3x85 Plus Pack. Das wurde nämlich geleakt, aber es kam noch nicht. Ich glaube, es kommt diese Woche noch. Spielerwahl 78 Plus kam raus. Wir haben es aber trotzdem alle schon früher gewusst. Wie haben wir das alle schon gewusst? Allgemein die ganzen 19 Uhr Content, die ganzen Leaks findet ihr natürlich auf meinem komplett kostenlosen Discord-Server. Wir haben über 2000 Mitglieder. Wir haben hier Reviews. Wir haben bestimmte Mods, wo euch helfen, wenn ihr Trading-Anfänger seid. Egal ob Low-Budget, Investment, High-Budget, egal was ihr braucht, ihr findet hier alles. Ihr könnt auch Teambewertungen hier machen lassen, Teamaufbau, alles Mögliche findet ihr hier auf diesem komplett kostenlosen Discord. Mir ist es wichtig, nochmal zu sagen, unten ist der Link in der Videobeschreibung. Lasst uns noch mehr Leute rein und er ist komplett kostenlos. Egal, ob du Twitch Prime hast, nicht Twitch Prime oder sonst was, du musst mir nichts geben. Das könnt ihr nur machen, um mich zu unterstützen. Ihr müsst es aber nicht machen. Ihr könnt komplett kostenlos. Wie kommt ihr da rein? Das zeige ich euch jetzt einfach ganz kurz. Ihr müsst ganz am Anfang dieses Regelwerk natürlich am besten durchlesen, weil ihr seht die ganzen Channels hier erstmal nicht. Dann müsst ihr es bestätigen. Wundert euch nicht, das geht dann immer gleich weg. Und dann geht ihr hier unter Hashtag Konsolen, wählt eure Konsole aus, wie ich in meinem Beispiel die PlayStation. Und dann seid ihr verifiziert. Mehr müsst ihr nicht machen. So könnt ihr einfach komplett kostenlos dort rein. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr, also so bekommt ihr die ganzen Leaks. Dann haben wir, wie gesagt, die 78 Plus Spielerwahl und die 81 bis 87 Plus 87er Upgrades bekommen. Wie gesagt, das haben wir alles auf dem Trading Discord schon gewusst dann. Ich habe wirklich noch gedacht, wir bekommen die 3x85 Plus, aber werden wir auch dann bald auf meinem Trading Discord natürlich sehen. Dann haben wir Fernando Torres Prime bekommen. Ja, ich halte nie so viel von diesen ganzen Icons SBCs, weil die sind immer so teuer wie die normalen Icons. Und Clarence Seedorf Baby. Warum Baby? Fragt mich nicht. Wir haben einfach die Baby-Version bekommen. Torres finde ich sogar noch eine interessante Karte, 4-4. Aber ich glaube, schreibt mir gerne rein, einer von euch, ist der wirklich so gut? Er kostet 1,1 Millionen. Naja, dann haben wir aber noch was ganz Besonderes bekommen. Das haben viele nicht gesehen. Hinter diesen Wildcard-Sachen, was übrigens ziemlich krass ist, dass sie dahinter sind, haben wir noch das mittlere Icon-Upgrade bekommen. Nicht wiederholbar.
nicht wiederholbar. Wurde, wie gesagt, auch bei uns geleakt. Genau die gleichen Anforderungen wie letztes Mal. Und so haben wir auch richtig, richtig fett ausgecashed. Das werde ich jetzt mit in den 19 Uhr Content-Bereich einfach mit reinbringen. Und zwar hatten wir beim letzten Stream auch schon gesagt, in was wir investieren sollen. Ich habe euch empfohlen, investiert in Piquet Inform. Haben wir für 18 bis 19k eingekauft. Und ich möchte hier jetzt einfach mal, dass ihr guckt, was wir ihm verkauft haben. Ich habe die ersten 10 Karten verkackt, aber jetzt seht ihr gleich, hier 24k haben wir, unglaublich. Und jetzt haben wir jede für 22.500 verkauft, manche für 23.000 und so weiter. Wir haben Coins ohne Ende gemacht. Ich habe 400k nur mit diesem scheiß Invest gemacht. Ich habe mir sogar noch mehr erwartet, wäre diese SBC wiederholbar gewesen. Ciao, dann wäre komplett Eskalation gewesen. Komplett Eskalation. So habt ihr jetzt aber Coins machen können, sprich auch auf dem Trading Discord, allem drum dran wurde das gezeigt. Sprich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, Abo lohnt sich. Jetzt werde ich aber mal sagen, jetzt kommen wir zu einem Sniping-Filter, wo ich euch empfehle, wenn ihr gerade eh nichts zu tun habt und so weiter und so fort. Let's go. So, wir sind natürlich jetzt gerade auf Twitch, da machen wir die Super Snipes. Ich habe allein durch die Super Snipes letztens, ich habe es auch mit dem Discord immer geteilt, also wirklich sehr, sehr, sehr gut, das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Das war wirklich lustig, da habe ich nach dem Stream einfach noch ein bisschen Super Snipes gemacht und das sieht man hier. Da habe ich euch immer die Spieler reingeschickt, die konntet ihr immer so 10, 15 Minuten lang snipen und dann sieht man hier, ihr habt ihn für 11k bekommen und hier sieht man die ganzen Verkäufe, wirklich unglaublich, ich habe es ja auf Instagram schon gepostet, habe ich allein mit diesen Karten, glaube ich, knapp 100k gemacht in einer halben Stunde, und das nebenbei hier auch der Domi hat auch gut mitgemacht, Florenzi, Nkunku, das sind alles Karten, wo wir hier reingepostet haben, das werden wir jetzt auch gleich wieder auf dem Twitch-Stream machen, ganz klar, aber jetzt zeige ich euch noch eine Methode, wo ich nebenbei gemacht habe, habe sie aber extra noch nicht geteilt, aus dem Grund, weil ich sie euch hier im Video zeigen wollte. Und zwar habe ich Position Change Karten gekauft und wieder, also gesniped und sehr, sehr gut verkauft. Ihr seht, 4-2, jetzt kann ich auch mal die ganzen Verkäufe löschen, habe ich die ganzen verkauft. Und jetzt gehen wir mal gucken, was, also ich habe die alle gesniped für Maximum 3,8, also wirklich Maximum 3,8. Ist allgemein gerade eine gute Sache mit Position Change Karten. Ich bin jetzt auf STCMS gegangen, das habe ich zufällig gewusst, weil ich davor die Karte gebraucht habe und habe sehr, sehr viel gezahlt. Und ihr seht, für 4200 habe ich es sogar noch gut weggekriegt, aber jetzt in diesem Ball, okay, sie sind ein bisschen gesunken, ist gar kein Problem. Ich gebe euch jetzt auch schon mal, ihr könnt rein theoretisch auch die Karten jetzt einfach einkaufen. Richtung Wochenende werden die wieder extrem steigen. Also, sie kosten hier 3.900. Sniped sie euch für 3.500. Ein sehr, sehr geiler Sniping-Filter, funktioniert immer. Und ein kleiner Investment-Tipp noch dazu. Wenn ihr sie allgemein eh gerade erbietet, ersniped oder sonst was, kauft sie euch und behaltet sie bis Donnerstag, Freitag, Samstag, weil da werden sie wieder steigen auf 4.200 bis 4.400. Könnt ihr einfach ohne nachzudenken, Coins machen. Ganz, ganz easy. Das ist ein Sniping-Filter, der wirklich dauerhaft gut klappt. Das könnt ihr aber rein theoretisch mit jeder Position-Change machen, die über 2k kostet. ZOM zu ZM wird ein bisschen schwieriger, weil da die Leute einfach wissen, dass die sehr, sehr teuer ist. Aber könnt ihr eigentlich auch probieren, weil die kostet 5k. Das zeige ich euch natürlich jetzt auch. Diese kostet 5k. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, kriegt ihr die auch für 4.700, würde ich sie versuchen zu snipen. Ist da schon gut. Hier wäre zum Beispiel ein Ring gewesen, 4.700. Wir schauen mal nach, ob ihr da dann überhaupt Gewinn macht. Den können wir jetzt einfach mal live machen, meine lieben Freunde. So, wenn ihr 5.000, das hat mir letztens schon mal in die Kommentare geschrieben. Dann machen wir es so. So, schaut, ich lasse das jetzt extra, damit ihr seht. So, wenn ihr 5.000 für die Karten ausgibt, müsst ihr immer, wenn ihr sie da verkauft, müsst ihr immer 5% EA-Tax, sprich die Steuern abziehen. Das wären 4.057, sprich ihr zahlt Maximum 4.700. Sprich, ich hätte mit dieser Karte von gerade eben schon 50 Münzen Gewinn gemacht. Das Besondere aber an diesen Position-Change-Karten, ganz viele wissen es nicht oder sind zufrieden, wenn sie 4K machen. Ihr könnt sie sehr, sehr gut snipen. Vertraut mir einfach. Sehr, sehr guter Sniping-Filter. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Low-Budget-Trading-Methoden, wo ich mich sehr, sehr freue, euch jetzt zu zeigen. Let's go!
Jetzt zeige ich euch eine Trading-Methode von einem meiner Mods, die brutal ist, wo, glaube ich, keiner auf dem Schirm hat. Viel Spaß ist damit. Und zwar handelt es sich darum, um Trading-Wappen. Was für Trading? Einfach nur um Wappen. Ganz, ganz simple, dumme Wappen. Ich zeige euch mal, was die kosten. Ich war selber geschockt. Und zwar, ihr geht hin, hier auf Wappen, dann hier auf Authentisch und dann von den Top-Ligen, Top-Mannschaften, wie Liverpool, er hat selber gesagt, Chelsea und Arsenal würde er umgehen, aber Liverpool zum Beispiel kostet hier einfach 800 Münzen. 800 Münzen. Die tut ihr euch entweder günstiger bieten oder snipen. Ich würde es euch wirklich empfehlen zu erbieten, weil ihr bekommt die alle für 600 knapp, meinte er selber. Und das könnt ihr sehr, sehr gut machen. Und dann könnt ihr jetzt einfach, ihr bietet hier zwei drauf, dann geht ihr auf den nächste Top-Verein, hier nehmen wir Manchester United, ihr guckt nach, was die kosten. Dann gucken wir nach, wird auch um den Dreh rum. Hier 700, hätte ich jetzt mir auch gerade mit snipen können. 750, den nehme ich jetzt aber auch gleich, wenn der jetzt nochmal kommt. So, dann nehme ich den jetzt aber auch mal einfach. Und den könnt ihr jetzt für, schauen wir gleich nach, ich würde es jetzt gleich mal für 800, oder ich komm 900, weil ich es einfach möchte. Ihr seht auch, bekommt, weil halt nicht so viele drauf gehen, 800 bekommt diese immer noch innerhalb von 5 Minuten weg. 900 gehen die auch noch weg. Also Jungs, ihr seht wirklich, dass diese wirklich gut weggehen. Deshalb würde ich euch empfehlen, diese einfach jetzt zu machen. Top Nation, ihr könnt gut Coins damit machen. Vielen, vielen, vielen Dank, Gast natürlich, für das, dass du mir das gezeigt hast. Und ihr seht, ihr könnt trotzdem die noch easier bieten. Und dann tut ihr sie einfach für den normalen Verkaufspreis verkaufen oder leicht UV. Bei solchen Sachen geht UV auch gestört gut. So habt ihr einen kleinen Low-Budget-Trading-Tipp, der wirklich mega ist. Und der zweite Low-Budget-Tipp, den habe ich euch schon öfters gesagt, aber ich muss es gefühlt immer wieder sagen. Und zwar geht ihr auf Spielerverträge, goldene Spielerverträge. Natürlich würde ich euch immer empfehlen, die seltenen. Und tut ihr euch die für 150 erbieten, macht eine 100-Liste voll, verkauft sie zwischen 450 und 900, 800, zwischen, also immer verschiedene Preise machen, 450 und 900, immer verschiedene Preise, die 100-Liste und Richtung Wochenende, also die gehen die ganze Zeit auch schon weg, über die ganze Woche, ihr könnt immer wieder die Liste dann auffüllen, so tut ihr eure Coins Minimum verdoppeln, ist eine sehr, sehr gute UV-Methode für wirklich Low, Low Budget und Richtung Wochenende verkauft ihr immer mehr und immer mehr und immer mehr. So habt ihr wirklich noch ein fettes Low Budget Methode, eine fette Low-Budget-Methode. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt aber im Stream. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich küsse euer Herz.